Alarm für Cobra 11 Star, Christian Oliver, starb am 4. Januar 2024 im Alter von 51 Jahren. Der Schauspieler und seine beiden Töchter sind beim Absturz eines Kleinflugzeugs gestorben. Christian Oliver wurde als Hauptkommissar Jan Richter in der RTL-Actionserie Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei bekannt. Der deutsche Hollywood-Schauspieler Christian Oliver machte sich in Hollywood einen Namen mit Auftritten in Filmen wie The Good German, In den Ruinen von Berlin, Operation Walküre und Speed Racer. Er spielte an der Seite von Stars wie Kate Blanchett, George Clooney und Tom Cruise. Bekannte Film- und Theaterschauspielerin Elisabeth Trissner starb am 14. Januar 2024. Die Österreicherin lebte zuletzt in Berlin, wo sie im Alter von 79 Jahren in der starb. Von 2001 an spielte sie am Deutschen Theater. Elisabeth Trissner wurde vor allem durch ihre Arbeit mit Rainer Werner Fassbinder bekannt, etwa in Berlin Alexanderplatz, Die Ehe der Maria Braun, Bollwieser und In einem Jahr mit 13 Monden. Deutsche Schauspielerin Ulrike Bartruff starb am 18. Januar 2024 nach schwerer Krankheit. Sie wurde 70 Jahre alt. Bekannt war Ulrike Bartruff vor allem durch ihre Rolle als Marga Leible in der erfolgreichen SWR-Serie Leible und Frisch. Deutscher Schauspieler Hendrik Arnst starb am 2. Januar 2024 im Alter von 73 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit. Er war unvergleichlich als Teil von Frank Castorfs Theaterfamilie an der Berliner Volksbühne. Spielte er auch im Polizeiruf 110, im Tatort, in der Tatortreiniger mit. Auch in Filmen trat er auf, wie etwa in dem Kriegsdrama Duell, Enemy at the Gates oder im Historienfilm Der Hauptmann. Deutscher Regisseur und Schauspieler Rolf Dennemann starb am 5. Januar 2024 im Alter von 71 Jahren. Er war einer der prägenden Menschen des Freien Theaters im Ruhrgebiet. Gastierte er im Fernsehen für den Tatort, in der Lindenstraße, bei der Fahnder, Balko oder Alarm für Cobra 11 in kleineren Rollen. Deutschlands bekanntester Optiker, einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer, Günther Vielmann, starb am 3. Januar 2024 im Alter von 84 Jahren. Günther Vielmann baute die bekannteste deutsche Brillenkette auf. Gibt es in fast jeder deutschen Fußgängerzone eine Vielmann-Filiale. Vielmann hatte sich 2019 aus dem Unternehmen zurückgezogen und es in die Hände seines Sohnes Marc gegeben. Tim Thaler Regisseur Siegfried Rotemund starb am 13. Januar 2024 im Alter von 79 Jahren. Siegfried Rotemund wurde unter anderem mit der ZDF-Weihnachtsserie Tim Thaler bekannt. Die Serie über den Jungen, der sein Lachen verkauft, wurde 1979 ein Publikumserfolg. Auch bei den Weihnachtsserien Silas und Jack Holborn führte Rotemund Regie. Die größte deutsche Fußballlegende, Franz Beckenbauer, starb am 7. Januar 2024 im Alter von 78 Jahren. Franz Beckenbauer starb wohl an den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung. Weltweit gehörte Beckenbauer zu den allergrößten im Fußball. Er wurde Weltmeister als Spieler und Trainer, holte die Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland. Deutscher Schauspieler und Regisseur Ulrich Voss starb am 17. Januar 2024 im Alter von 85 Jahren. In Aus Liebe zu Deutschland spielte er Helmut Kohl. Er erhielt zahlreiche Rollen, zum Beispiel in Archiv des Todes und Front ohne Gnade. Im Fernsehen spielte er den Leichenbestatter Klaas Petersen in Heiter bis tödlich, Nordisch herb. Düsseldorfer Comedian Michael Steinke starb am 14. Januar 2024 nach kurzer schwerer Krankheit. Deutscher Fußballfunktionär und Unternehmer, Hertha-Präsident Kay Bernstein, starb völlig unerwartet am 16. Januar 2024 im Alter von 43 Jahren. Er war bei den Anhängern der Hertha äußerst beliebt, weil er den Verein wieder nahbarer und bodenständiger machte.
Kay Bernstein hinterlässt eine Ehefrau und eine kleine Tochter.